Ja, es ist mal wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Leech of Legends. Ja, wie ihr seht, das Matchmaking ist ziemlich kaputt. Wir haben hier ein Level 36er, 145er, 222er, 55er, 98er. Das sind schon hohe Level, aber wie man ja weiß oder wenn man LOL kennt, Level sagen absolut nichts aus. Aber trotzdem, da ist schon echt krass der Unterschied. Und dann seht ihr hier oben unsere Level 37, 46, 37, 32, 28. Das ist schon, ja, ich sag mal, scheiße. Aber egal, wir kriegen es trotzdem irgendwie hin. Muss ja. Wie ihr ja wahrscheinlich auch schon gemerkt habt, mein Main ist Lux. Ab und zu spiele ich auch mal andere Charaktere, aber ja, mit Lux komme ich eigentlich am besten klar. Ich habe auch mal eine Zeit lang Blitzcrank gespielt, da war ich auch ziemlich gut mit. Da könnte ich ja die nächste Aufnahme eventuell dann mal mit Blitzcrank spielen. So. Das sind halt immer so die Anfangs-Items hier. Dograns Ring und hier dieses, ja, diese Blüten da, die man halt im Busch setzt oder so. Warum läuft denn der jetzt mit Botlane? Was soll das? Mann, ey. Ja, sind halt diese Leute, die, ja, die halt nicht verstehen, dass wenn man in Chat schreibt, zum Beispiel Bot with Arrow, dass, ja, die darauf nicht reagieren, dass es denen egal ist und das ist halt, ja, blöd. Okay, da oben geht ein Fight ab. Kommt, holen euch. Ah, schade. Schade. So, ja, dann gucken wir doch mal hier unten, was jetzt hier abgeht. Ich spiele diesmal kein Support. Ich spiele diesmal ganz normal. Oh nein. Oh nein. Ach du Gah. Das wird lustig mit Weiger. Und Dingens. Jo, und direkt wieder ein Stun reingedrückt. Du verdammter Hund. Nice, Melissa, nice. Hey, und dann mach ich Backport. Ja, die spielen halt nicht safe, ne? Und das müssen wir dann halt tun, weil sonst sterben wir andauernd. So. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn keiner safe spielt von denen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Und nix. Vorsicht, Melissa, da ist gerade einer im Busch reingegangen. Die spielen so richtig nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh mein Gott.
Die geht mir jetzt schon auf den Nerven, ne, Morgana. Ach Mensch, ey, das darf doch nicht wahr sein. Hat der Glück gehabt. Und was halt bei Lux immer am besten ist, immer mit der E anfangen. Immer. Und danach die Q und danach die R und die W, die level ich zum Beispiel gar nicht. Aber erst halt, ich level die schon, aber nur dann, wenn ich überfeedet bin. Wie sie halt versucht. Oh oh. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Ich merke schon. Das ist aber gut. Müsste eigentlich hinten an diese Minions rein. Okay, ich muss zurück. Ich habe kein Mana mehr. Mana ist halt bei Zauberern ziemlich wichtig. Eigentlich bei jedem Charakter. Es gibt auch ein paar, die haben andere als statt Mana. Die haben Kraft. Ja, ich muss mal gucken. Ich habe auch, so wie es aussieht, die komplett falschen Runen dabei. Die muss ich eventuell mal ändern, die Runen. Ein Verbündeter wurde getötet. In der Welt gibt's genug Dunkelheit. Ne, Tiamo war gar nicht hier, Melissa. Tiamo war nicht hier, das war nur Weiger und Morgana. Ich komme einfach nicht an diese scheiß Minion ran, ne? Weil diese Morgana mich so nervt. Jetzt aber. Zack. Ich weiß auch nicht, Leute, die ja wahrscheinlich zuschauen, ich weiß nicht, ob die Ahnung von LOL haben. Ich weiß es nicht, aber was mir halt sehr viel aufgefallen ist, dass manche Lux-Spieler es nicht kapieren, dass die W nicht für Angriffe gedacht ist, sondern dass es eine Verteidigung ist. Für dich selber quasi und für deine Teammates, weil das ist ja offiziell auch eine Supporterin. Aber das verstehen halt viele nicht. Okay, da möchte ich mal The Rake machen. Okay. Ich geh mal gucken. Ich geh mal ganz kurz gucken hier. Damit er den macht, weil Drake ist für uns wichtig. Er kriegt den, aber wir kriegen den, ich krieg den noch nicht. Ich krieg den erst ab Level, ich hab 12, genau, ab Level 12, weil Drake, also die ganzen Drachen sind hier generell halt sehr wichtig, weil, ja, man sieht das hier oben, wir kriegen jetzt dadurch 6% mehr Rüstung.
Magierresistenz haben wir jetzt dadurch. Das ist halt der Vorteil, ne, bei diesen ganzen Drachen. Ja, der Warwick, der muss mal lernen, beziehungsweise unser Teammate. Alter, die pushen richtig auf der Dingenslane. Mann, warum ist die Morgana so nervig? So, jetzt habe ich das gemacht, was ich eigentlich nicht machen wollte. Keine Ahnung, wo der ist. Jetzt habe ich endlich meine Ult frei. Aber bringt mir nichts, weil ich kein Mana habe. Sieht man auch, dann sind die halt so blau markiert. Ich erkläre das jetzt mal für die Leute, die keine Ahnung von LOL haben. Darum mache ich es jetzt einfach mal so immer ein bisschen nebenbei. Die überlegene Taktik ist, niemals aufzugeben. Also es steht 4-4, also jeder von uns hat schon 4 Kills gemacht. Jetzt steht es 5-4 für die Gegner. Ich sag dazu nichts. Ja, 6 hier auch gut. Warum nicht? Leute. Das, was die halt machen, das ist nicht gut, dass sie einfach so in die Gegner reinrennen. Weil das, damit feeden die die nur und damit würden die halt unbesiegbar in dem Sinne. Das ist halt das Schlimme an der ganzen Sache. Ja, das ist doch Kacke, Leute. Ja, okay, das ist zum Glück nur Warwick, ne? Aber, der ist eh, glaube ich, im Jungle zuständig. Der ist eh überpowered, wenn man ihm spielen kann. Genau wie Master Yi. Ist übrigens auch ein Charakter, den ich ab und zu spiele, Master Yi. Genauso wie Ash und Blitzcrank. Ja, jetzt war ich dumm. Oh oh. Oh nein. Boah. Nee, kannst du vergessen, Melissa. Geh weg. Geh weg. Bleib im Turm. Bleib im Turm. Bleib im Turm. Ich will dich eigentlich jetzt ungern hier alleine lassen, aber ich muss zurück wegen meinem Leben. Das ist mir dazu. Ich will ihm nicht noch mehr feeden. Und was halt immer wichtig ist, wenn man die gekauft hat und 1300 hat, das hier kaufen und danach das hier. Weil wenn du das hier kaufen möchtest und kaufst es direkt am Anfang, kostet das 3600. Und darum kaufe ich die immer so einzeln. Man kann die auch hier rüber kaufen, damit man sie einfacher bekommt und weniger kosten. Aber mache ich ungerne. Weil dann verliere ich irgendwann den Überblick. Ja, Melissa, du bist aber schnell dahin gerannt. Flash oder was? Na, hat das Auge Harold zerdrückt. Okay, wo denn? Das ist jetzt halt die Frage. Ah, hier oben ist er. Das hat ja echt viel gebracht. Oh mein Gott, ey. Mann, ey, das darf doch nicht wahr sein, sowas. Ich will die doch einfach nur stunnen. Was ist daran so schwer?
Ich sag dazu nichts, ne, dass der vorgeht, dieser Minion. Mann. Ja, ich kann jetzt schlecht in dem Turm stunnen, ey. Das geht nicht. Geh mal zurück, Melissa. Geh mal zurück. Ah, die ist nicht doof. Ah, oder doch? Die ist doof. Was? Der war drauf? Das darf doch nicht wahr sein, ne? Ich dreh gleich am Rad, ne? Jetzt aber. Oh oh. Da hat die Glück gehabt. Das würde ich an deiner Stelle nicht machen, Melissa. Oh nein, ist schon wieder der. Okay, mich hat er nicht. Zum Glück. Wie ihr seht, der ist schon komplett überfeedet. Wo ist der hin? Der ist hier drinnen, jede Wette. Der ist in irgendeinem verdammten Busch, lauert der. Aber nicht, lol. Sie klaut mein Kill. So. Das Problem ist, Morgana macht mir auch irgendwie Probleme mit meiner Ult. Und ich war voll drauf. Egal, ich greife die nicht an. Jetzt gehe ich aber zurück. Hey Leute, das kann doch nicht sein. Der hat schon 6 Kills hat der und ein Tod. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Das ist zum Glück nur der Jungler, aber der holt uns nachher alle. Kannst du davon ausgehen. Ich geh jetzt wieder rein. Boah, das war richtig rattig, was sie da gemacht hat. Das war richtig rattig. Schade, egal. So, jetzt kaufe ich mir das hier. Im Endeffekt ist diese Runde schon verloren. Es ist einfach so. Weil den hier kriegen wir nicht mehr tot. Dem Weiger. Ah ne, Weiger ist es nicht, Warwick. Diesen Hund. Lasst uns aufstehen. Den kriegen wir nicht mehr kaputt. Unmöglich. Eventuell mit allen. Ja, aber dann ist er ein paar Minuten kaputt und kommt dann wieder. Und das ist auch nicht gerade Sinn der Sache. Dass wir mit allen auf den drauf gehen müssen. Wie sie noch schnell den Kill versucht zu klauen. Ja. So, dass ich gar keinen abbekomme. Aber keine Angst, ich hätte dir nicht geklaut. Danke. Okay, here we go, der Turm ist kaputt. Willst du auf Mitte? Weil da ist Warwick. Wahrscheinlich. Nein, da ist Warwick. Lal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 
Hä, wo bin ich? Achso, da stehe ich. Wow. Ja, ich bin auch ganz ehrlich, ich würde da auch nicht helfen gehen, weil wenn man die überfeedet, dann tut's mir leid. Dann sehe ich einen da irgendwie in irgendeiner Weise zu helfen, weil das finde ich blöd. Okay. Dann gehen wir mal helfen. Ah, oben. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wir schaffen das. Diese Morgana, die ist auch überall und nirgendwo, ne? Kann das sein? Achi. Ich warte nur, bis die kommt. Danach stun ich die und hau meine Ult raus. Schade. Hätte klappen können. Das ist Warwick. Aber nicht. Das ist Warwick. Weg da. Blöder Vogel. Geh den Knochen suchen. Brav machst du das. Er kommt jetzt locker von hinten, jede Wette. Der holt uns jetzt alle von hinten. Und zwar genau von hier. Na, aber nicht, oder? Der sitzt hier noch im Busch. Auch nicht. Hm. Komischer Hund. Ah, der ist da. Bei dem. Nein. Nein. Hol ihn dir, hol ihn dir, hol ihn dir doch. Was machst du? Hol ihn dir, hol ihn dir, hol ihn dir, hol ihn dir. Das ist Warwick. Lauf. Lauf, 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 lauf. Nein. Okay, ich habe einen Kill gemacht, aber wirklich gebracht hat er mir nichts, weil ich schon zweimal gestorben bin. Egal. Damit muss man halt leben. Also, eigentlich, wenn man es so sieht, können wir wirklich aufgeben. Es ist einfach so. Weil, ich versuch's mal, ob die wirklich aufgeben. Nee, kannst du vergessen. Das bringt nichts. Na gut, dann machen wir die Runde normal und versuchen das Beste rauszuholen. Was anderes können wir eh nicht machen. In die Schlacht mit glühendem Herzen. Ich versuche in der Zeit mal von unten durchzukommen. Wenn Warwick dann nicht aus dem Nichts kommt. Dann kann ich auch noch so ein bisschen leveln. Ja Leute, ist nicht meine Lane. Was? Wie soll ich da so schnell hinkommen? Hallo? Sehe ich aus wie Flash? Oh nein, 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 nicht der kleine Gartenzwerg. Geh weg. Weg mit dir. Der ist ja mal schlecht, dieser Zwerg. Der ist ja mal richtig schlecht. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber wenn ich dir mit meiner E schon fast die Hälfte am Leben abziehe, dann tut's mir echt leid. Dann hat der irgendwas falsch gemacht.
Aber ich glaube, das war auch derjenige, der mich eben gekillt hatte. Wenn ich mich nicht täusche. Oh nein, ja, passt da auf. Diese verdammten Bälle. Dom ist auch kaputt. In dem Moment könnte jetzt Warwick kommen, weil wir oben durch sind. Das kann gut aus passieren. What the fuck, wie schnell halten der sich? Wenn man von Teufel redet. Hallo, Stun! Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Na, 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 du kriegst mich nicht. Ja, die haben den einfach überfeedet. Also man kann spielen, ne? Aber sobald er kommt, weg. Einfach weg. Gar nicht mit dem Anlegen, einfach nur weg von dem. Das ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Das Problem ist ganz einfach nur, wir müssen alle auf den drauf gehen. Alle. Licht stirbt nicht. Es flackert noch. Wenn die das aber nicht machen, dann klappt das nicht. Das Problem ist, der hat wahrscheinlich so viel Gold bei sich, weil der nur zweimal gestorben ist. Aber man hat den nochmal getötet, sehe ich gerade. Der ist zweimal... Ja, direkt mal zwei Kills abgestaubt. Ich glaube, ich bin wieder im Positiv. Haha, ich gehe wenigstens nicht im Minus raus. Beste. Beste, beste, beste. Okay. Warwick, der ist ja auch tot. Das ist eigentlich jetzt unsere Chance. Wir müssten nur... Wir sehen. Ja, ja, ich sehe ihn. Das ist... Ist das Jinx? Ich dachte, das ist hier Dingens. Wie heißt die Flasche? Weige. Ja, das Problem ist, ich habe nichts frei. Na doch, in 13 Sekunden habe ich meine Ult wieder. Das passt also. So, 5 Sekunden, komm. Komm, 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 komm. Lad schneller. Ich möchte durch hier. Ja, die leben wieder alle, ne? Ah, der Warwick, der versucht es, ne? Der versucht es, wieder Kills zu kassieren. Also, ja, Kills war ja richtig eigentlich, ne? Okay. Nice, Melissa, nice. Bin ich gut? Oh nein. Oh oh, das ist Warwick. Ne, das ist der Flugengel da. Dann bin ich mal schnell unterm Tauch. Ist wahrscheinlich am besten bei der. Dann aus dem Hinterhalt. Doch nicht aus dem Hinterhalt, das lasse ich mal. Lauf nur durch. Hol dir dein Fressi. Ich bewege mich keinen Millimeter, ich sag's euch. Jetzt ganz langsam hier durch. So wie ich den kenne, läuft dem jetzt nochmal über den Weg. Komm, komm, vielleicht kann... Ah, heilige Scheiße. Okay. Das war sehr gut. Ja, das Match kann man, wie gesagt, vergessen. Das ist, das gibt nichts. Melissa, ich habe gehört, du rächst mich. Du holst der Warwick. Aber so wie es aussieht, habe ich eben Warwick gekillt. Weil ich habe 3253 Gold. Erstmal kaufen alles.
Was ich kaufen kann? Ja, nichts mehr toll. So. Unten. Diese fliegende Elfe, was das da sein soll. Ich habe keine Chance gegen die, ne? Das ist so ekelhaft. Komm, Melissa, hol sie dir. Naja, du könntest sie eventuell holen. Kommt halt drauf an, was sie halt, So, halbes Leben schon mal weg. Ich glaube, jetzt wird die Probleme bekommen. Die ist hier drin, jede Wette. Was sagte ich? Was sagte ich, dass die hier drin ist? Ich wusste es. Jetzt habe ich nur ein Problem. Wenn Warwick kommt, bin ich direkt hops. So, okay. Ja, dann laufe ich dir mal hinterher. Na toll. Ich treffe auch nichts mit meiner Ult, Mann. Was soll das? Ich kann euch eventuell noch den Arsch retten. Oder ich töte ihn? Ja, nice! Das. Also, unser Jungler, der kriegt den mit links. Das ist gut. Das ist sehr gut. Also ist die Runde noch nicht verloren. Oh, der soll zurückgehen, Mann. Das gefällt mir gar nicht. Das Problem ist, wir dürfen nicht sterben, also nicht alle gleichzeitig. Sonst wird's echt ekelhaft. Ich komme nicht an irgendjemanden ran von denen, ne? Das ist so. So. Ach du Scheiße. Ich versuche da jetzt drauf. Nein, ich versuche da nicht drauf zu gehen. Oh, Warwick. So. Okay. Ich hätte meine Ult frei, aber ich denke, die bringt bei dem nichts. Ich baller sie jetzt einfach mal rein. So, zack. Dazu muss ich nichts sagen.
Ja, 3200 kostet das. Das geht halt noch. Aber trotzdem, das ist nicht gerade wenig. Hier 3600, das hier ist ziemlich teuer. Ja, ich versuche jetzt halt nur das Beste mit Melissa rauszuholen, aber ich denke, das gibt nichts mehr. Ich versuche nochmal zu rendern. Ey, kannst du vergessen, die klicken nicht auf Ja. Vor allen Dingen, unser Inhibitor ist kaputt, das wird jetzt richtig ekelhaft. Mit dem kaputten Inhibitor. Warum sind die auf einmal so stark? Ja, wir können aufgeben, wie gesagt, das ist, ja, da kommt auch schon das große Vieh. Ja, er geht einfach mal. Ja, geh nur weiter auf Seite, kein Ding. Zack, das ist das, was ich meine. Es gibt halt nur dir selber Leben, wie man gerade gemerkt hat. Bei Gegnern macht das absolut gar nichts. Hier, seht ihr? Nimm keinen Schaden. Na, es wird mir jetzt zu heikel hier. Ja, das Problem ist ganz einfach nur. Warum hab ich denn so wenig Mana? Ah ja, okay, wenn ich die ganze Zeit meine Ult drauf baller, ist es kein Wunder. So, jetzt aber. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Ich komme einfach nicht bis zum Turm vorne. Egal, was ich mache. Ey, kannst du vergessen. Ich habe jetzt schon kein Dingens mehr. Oh. Oh. Wow, ich hab mich im Blick. Das gefällt mir absolut nicht. Wo ist der Hund? Wo ist der? Lalalala. Ich kann ja auch nirgendwo stehen bleiben, ne, weil der mich eh sieht. Ist der bei dir? Ja, aber warum hatte ich ihn im Visier? Oder warum hatte der mich im Visier? Immer noch. Ah, jetzt weg. Weil ich mich teleportiert habe, wahrscheinlich in der Base. Nee, ganz vergessen, Melissa. Botlane kommst du nicht hoch. Bis dass du oben bist, ist dein ganzes Mana aufgebraucht. Das geht nicht, das ist absolut unmöglich.
Ja, jetzt rushen die von unten. Ich kann gegen dem nichts ausrichten, Leute. Das ist... Sag, komm her. Danke. Der bleibt einfach AFK stehen. Es juckt ihm nicht, dass ich dem ankratze. Es juckt ihn einfach nicht. Heule. Ja, das war's. Komm. Können aufgeben. Das war der dritte Inhibitor. Der zweite. Entschuldigung, Leute. Mal sehen, wer jetzt alles aufgibt. Ja, immer noch das Gleiche. Die geben alle nicht auf. Dann halt nicht. Hauptsache, Melissa steht positiv. Aber warte ab, Melissa, das ändert sich noch, sobald Warwick dich sieht. Der wird auf dich Jagd machen, da kannst du von ausgehen. Nice. Das war gut. No, warum laufe ich immer da, wo Morgana ist? Mann, der macht doch keinen Spaß. So, dann suche ich mir jetzt eine andere Lane. Ich gehe nach oben. Da ist die andere Morgana. Da ist sie einfach ausgerechnet auf die Lane, wo ich hingehe. Super, danke. Danke dafür. So, ich hoffe, jetzt habe ich mal meine Ruhe. Ich habe wahrscheinlich auch noch so ein Pech, dass genau jetzt Warwick aus dem Busch springt. So ein Pech habe ich. Das ist irgendwie bei mir immer so. In jedem Game. Ich traue das hier nicht. Sieht so verdächtig aus. Egal. Ah, meine Ult auf 3. Das ist gut. Das ist sehr gut. Eventuell kriege ich sogar jetzt hier den Turm. Ja, den kriegen wir. Na super, oder nicht? Zum Glück hat der keine Stun. Aber ich werde trotzdem geholt. Ich brauche nur genau ein paar Gold für Rabadons Todesschub. Rabadons Todesschube? Ich sag Todesschube. Da steht Todeshaube. Ich sag dazu nichts, ne? Ja, es ist noch früh am Morgen, Leute. Das ist halt eine gute Erklärung. Todesschube. Ich sag dazu nichts. Wie komme ich auf Todesschube? Egal. Hatschi. Was ist mit dem passiert? Wir schaffen das.
Hatschi. Ja, nicht Hatschi. Dieser Hund, ne? Der geht mir auf den Sack. Ja, super. Wenn man von Teufel spricht. Melissa, kriegst du ihn mittlerweile? Lauf! Zehn Sekunden. Ich kann nichts machen, Mann. Das ist doch... Na gut, ich habe einen Gegner getötet, bringt mir aber nichts viel, nicht viel. War der nicht gerade noch mit uns im Jungle? Hä? Wie schnell läuft denn der? Melissa geht zurück, das hat keinen Sinn, der hat uns zwei mit links geholt. Der ist zu überfeedet, wie viel Kills hat der? Ja, 10-6. Sagt das so nix. Der Einzige, der was gegen den ausrichten kann, ist unser Jungler. Licht stirbt nicht, es flackert nur ein bisschen. Aber da frage ich mich auch mal, wie macht der das? Der steht 7-7-10. Da ist irgendwas schief. Komm, hol ihn dir, Melissa. Hol ihn dir. Du klaust ihn einfach sein Kill. Oh nein, Base. Ja, ist doch gut. Ach Mann, ey, was macht der Gartenzwerg wieder da? Melissa, meine Ult ist jetzt immer in 14 Sekunden fertig. nicht gut? Nein, ich hab meine Dinge verkackt. Lauf. Lauf weg. Egal. Lauf du weg. Muss ja nicht nur sein, dass du deine Kills da zerstörst. Durch dem. Das muss nicht sein. Bei mir ist das mittlerweile eher... Ich stehe jetzt 14. Also 4 Kills und 10 Tore und 7 Assists. Oh, ich kann mir die Robe kaufen. Todeshaube, Entschuldigung. So. Jetzt habe ich alle meine Items zusammen. Also jetzt kann ich absolut nichts mehr kaufen. Doch, hier, der Lehrenstab könnte ich mir noch holen.
Aber ich glaube, bis dahin wird es nicht mehr kommen. Ja, du bist safe am Spielen, Melissa. Das ist halt der Vorteil bei dir. Jetzt hast du 11 Kills. Nee, nicht, hä? Ich richte, Alter, ich krieg den nicht, ne? Egal, was ich mache. Der Typ, der schmeckt. Der schmeckt meine Kugeln, bitte, meinen Leuchtstab. Den schmeckt das. Lauf mal vor. Danke. Der hat sich gerade wegteleportiert, Warwick, ne? War weg, geh weg. Du tust mir nicht gut. Ich hab's überlebt. Ja, jetzt kriege ich ihn selbst schon mit meiner Ult gestunt. Mit meiner Kuh. Das sieht dem nix ab. Ja, das wird so langsam zu lange für meine Aufnahme, wa? Ich bin schon zu lange auf am Nehmen. So, jetzt hat er dich. Du hast keine Chance mehr gegen den, der zieht dich. Zack. Ja, der macht jetzt drei. Der merkt noch nicht mal, dass der Turm da ist. Das merkt er nicht. Der hittet dem einfach im Turm. Ja Leute, um genau zu sein, ich nehme jetzt schon 53 Minuten auf. Nur, dass ihr Bescheid wisst, also nicht, dass ihr denkt, das ist ein On-Stream gewesen oder so. Das ist kein On-Stream. Bei LOL ist das so, ich kann nicht immer sagen, wie lange so eine Runde geht. Ich kann es leider nicht sagen. Und wenn ich diese Runde mal abbreche, also diese Aufnahme abbreche und ihr nicht das Ende seht, das mache ich nur, wenn es wirklich über eine Stunde geht. Weil das wird mir sonst zu heikel wegen der Festplatte und alles. Ich würde das dann aber nochmal extra aufnehmen und eventuell dann ranschneiden. Ich weiß es noch nicht.
Ja, komm, Warwick. Geh weg. Aus! Brava und. Also Warwick mag mich, ne? Ich weiß nicht. Ich sehe das irgendwie schon so. Jetzt müssten wir eigentlich durchpushen. Guck mal, wie lange Warwick weg ist. Guck dir das mal an. Jetzt müssten wir die Runde eigentlich holen. Ach, was? Ja, Base. Geht gar nicht. Nein. Meiner. Was? Ja, jetzt. Oh nein. Oh nein. Was eine Ratte. Dieser Gartenzwerg. Ja, Leute, an dieser Stelle würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und sorry, dass es so lange ging, die Folge. Ja, wie ihr seht jetzt im Hintergrund dem Teamspeak, aber daran kann ich leider nichts ändern, weil das halt ein kleines Fensterdingens ist. Ich sage nur an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen.